Sind wir, hört man mich schon? Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Sind wir schon live? So, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute eine besondere Preisverleihung, ein besonderer Ort. Wir sind gerade in unserem schönen historischen Rathaussaal zu Nürnberg. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen bei mir, der Kollege Schikira. Wir haben Herr Thürhoff, meine lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WBG. Ich hoffe, Sie schauen alle zu und sind ganz gespannt, was heute passiert. Auch noch bei uns darf ich ganz herzlich willkommen heißen, Martina Mittenhuber von unserem Menschenrechtsbüro, die Leiterin des Menschenrechtsbüros. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Februar hat die Jury des Nürnberger Preises für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur getagt und, Achtung, einstimmig beschlossen, die WBG Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in diesem Jahr auszuzeichnen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 3. März den Vorschlag auch einstimmig angenommen und bestätigt. Und wir werden heute gleich sozusagen in einem Rahmen, der leider etwas kleiner ausgefallen ist, aber umso herzlicher werden wir heute in dem kleinen Rahmen auch den Preis und die Auszeichnung überreichen dürfen. Es tut mir leid, dass durch die Corona-Pandemie keine große Festivität möglich ist, und ich bin mir sicher und ich weiß es, dass wir, wenn es anders möglich gewesen wäre, die WBG und die Stadt ein tolles Fest organisiert hätte. Feiern können wir sowohl die WBG als auch die Stadt, aber jetzt machen wir es in diesem Rahmen. Meine Damen und Herren, die Jurybegründung hat sozusagen einen Text verfasst, und diesen möchte ich Ihnen heute gerne auch nochmal vorlesen, wie sie zu dieser Entscheidung auch gekommen ist. Die WBG Nürnberg GmbH überzeugt als ein Unternehmen, dass die Kriterien des Nürnberger Preises für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur in vielerlei Hinsicht auch erfüllt. Als kommunal verbundene Immobilienunternehmensgruppe erfüllt WBG Nürnberg GmbH nicht nur einen wichtigen sozialpolitischen Auftrag, sie nimmt das elementare Menschenrecht auf Wohnen zur Leitlinie ihres Handelns. Und das zeigt sich in einem umfassenden, weit über das normale Agieren eines sozialen Wohnungsbausunternehmens hinausgehendes auch Engagements. So gehört das Unternehmen im Jahr 2010 zu den Erstunterzeichnern der Leitlinie und Verhaltenskodiens zur Vermietung und zum Verkauf von Wohnraum, mit denen es sich zu einem diskriminierungsfreien Umgang mit Kunden und Kundinnen und Bewohner und Bewohnerinnen verpflichteten, und es ersetzt dieses glaubhaft auch um. Das Unternehmensleitbild mit dem Managementverständnis und der Verhaltenskodex zum Umgang mit Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen sind von einer hohen Werteorientierung, von Transparenz und einer sehr hohen Fairness geprägt. Der Ausdifferenzierung und Pluralisierung unserer städtischen Gesellschaft trug die WBG schon früh Rechnung. So stellt sie sich ihrer vielfältigen Bewohnerschaft durch eine Bewerberplattform in 13 verschiedenen Sprachen. Eine weitere Antwort, meine Damen und Herren, auf neue Lebenskonzepte ist die Entwicklung von innovativen, generationsübergreifenden und inklusiven Wohnformen. Und als Mitglied im Nürnberger Bündnis für Familie schafft sie Rahmenbedingungen für Kinder und familienfreundliches Wohnen. Gleichzeitig strebt die WBG danach, wirtschaftliches Handeln nicht nur mit ihrem sozialpolitischen Auftrag zu vereinbaren, sie übernimmt auch Verantwortung für Nachhaltigkeit und Ökologie.
Ja, meine Damen und Herren, besonders zu würdigen ist das außergewöhnliche, ja, gesellschaftspolitische Engagement des Unternehmens. Weit hinausgehend über die ja grundsätzliche Verantwortung, die sich aus ihrem Gesellschaftsvertrag ergibt, bezieht die WBG Nürnberg GmbH Stellung für Demokratie und gegen menschenfeindliches Haltung. Zum Beispiel durch die aktive Mitarbeit in der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg und als Gründungsmitglied des Bündnisses gegen Trans- und Homophobie. Diese klare und deutliche Haltung setzt sie auch im Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ihrer Immobilien durch. Die WBG 2000 Stiftung unterstützt Projekte zur kulturellen Bildung und Teilhabe, vor allem von Kindern und Jugendlichen. Dazu kommt ein großzügiges Sponsoring zahlreicher kultureller Veranstaltungen wie das Deutsch-Türkische Filmfestival und des Christopher Street Days. Zu guter Letzt, meine Damen und Herren, unterstützt die WBG die Menschenrechtsaktivitäten der Stadt Nürnberg unter anderem durch die Bereitstellung auch einer Wohnung im Rahmen des Programms Writers Exile des Deutschen PEN-Zentrums. Damit ist die WBG Nürnberg GmbH, Nürnberg ein echtes Vorbild in der Unternehmenslandschaft unserer Stadt. In diesem Zusammenhang und in diesem Kontext bin ich sehr stolz drauf, dass wir in diesem Jahr ein Unternehmen auch mit diesem Preis auszeichnen dürfen, was in unserer Stadtfamilie liegt. Und man kann ja sagen, wieso macht es in der Stadtfamilie überhaupt Sinn, dass wir die Auszeichnung vergeben? Es macht Sinn, weil sie, und das haben Sie im Text gemerkt, Überdurchschnittliches leistet. Das kann man sich in einem Text hineinschreiben. Tun, meine Damen und Herren, machen es aber die Menschen vor Ort. Und sehr geehrter Herr Thürhoff, sehr geehrter Herr Sikirda, wir wissen, dass vieles nur möglich ist, weil wir aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, weil wir auch jemand haben, und das darf ich an der Stelle auch erwähnen, der das vorbildlich auch wirklich überall, wo er sich engagiert, auch anbringt. Sie kennen ihn, Dieter Barth, der auch das ständig vorantreibt. Und es sind die Menschen, die hinter diesen Projekten stehen, und nur deshalb kann es uns auch gelingen. Ich bin stolz darauf, dass ich heute der WBG diesen Preis, diese Auszeichnung überreichen darf. Sie haben sich's absolut verdient mit allen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nehmen Sie es als Motivation, aber natürlich hoffe ich und wir hoffen gemeinsam, dass wir viele Nachahmer dann haben und viele, die das auch als Motivation annehmen, zu sagen, wir setzen uns auch dafür ein, für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur. Und deshalb ganz herzliches Dankeschön. Wir machen es Corona-gerecht. Ich zeige auf die Trophäe, auf die Auszeichnung und wünsche uns alles Gute und Ihnen nochmal meinen ganz herzlichen Dank und bleiben Sie damit auch gesund und Vorbild für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister König, sehr geehrte Frau Mittenhuber, liebe Zuschauer im Videostream, da begrüße ich vor allem natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute den Saal sicherlich gefüllt hätten, wenn wir normal feiern könnten. Aber so hoffe ich, dass Sie das im Videostream alles miterleben können. Ich begrüße Sie zusammen mit meinem Kollegen Herrn Ralf Sikirda alle sehr herzlich zu diesem für die WBG durchaus bedeutenden Tag. Der WBG Nürnberg wurde heute der Nürnberger Preis für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur überreicht. Das ist nicht nur eine große Freude für uns, das ist auch eine sehr große Ehre für uns. Und wir wissen natürlich, dass dieses Thema derzeit am Wohnungsmarkt ein sehr dramatisches ist. Und umso mehr freuen wir uns, dass ein Wohnungsbauunternehmen, auch wenn es ein kommunales ist, damit ausgezeichnet wurde. Wir danken natürlich der Jury und der
Frau Mittenhuber und Herrn Oberbürgermeister, dass wir als Preisträger gewählt wurden. Wir danken auch dem Nürnberger Stadtrat, dass er dies bestätigt hat. Und in Ihrer Laudatio, Herr Oberbürgermeister König, haben Sie ja schon die vielfältigen Facetten beschrieben, wie bei uns diese Unternehmenskultur letztlich hier wirkt und was alles positiv daraus entsteht. Nun ist es sicherlich gut gewesen, dass die Geschäftsführung vor 10 Jahren diese Selbstverpflichtung zur diskriminierungsfreien Wohnen unterschrieben hat. Aber den Preis, und das haben Sie ja auch ausgeführt, haben sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient, weil bei Ihnen ist das Thema diskriminierungsfreies Handeln im Herzen verankert und wird täglich gelebt. Und deshalb bedanken wir uns beide bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie das umsetzen, und wir können alle heute sehr stolz auf unsere gute alte WBG sein. Ja, das Thema Wohnen und das Thema Diskriminierung ist natürlich ein spannendes Thema, schon von der Dimension her. Die WBG bewirtschaftet 20.000 Wohnungen, da wohnen 38.000 Menschen drin, das ist sowas wie die Stadt Schwabach. Allein von der Dimension ist es wichtig, dass wir diskriminierungsfrei arbeiten. Aber dann schauen wir mal, was sich in den letzten Jahren auf dem Wohnungsmarkt getan hat, und stellen fest, dass die Gruppen, die durch Vorurteile benachteiligt werden, es immer schwerer haben, eine Wohnung zu finden. Und dass sie dieses elementare Menschenrecht auf Wohnen eigentlich heute in vielen Fällen gar nicht mehr wahrnehmen können. Wer zählt nun zu diesen Gruppen, die diskriminiert werden? Da fällt einem sofort ein, ja gut, die ethnische Herkunft könnte ein Thema sein, die Hautfarbe. Aber leider geht es sehr viel weiter. Heute werden benachteiligt Menschen, die alleinerziehend sind, Rentner, Behinderte, Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, große Familien. Diese Menschen haben es schwer, bei den Vermietern heute eine Wohnung zu bekommen, weil es viele Vorurteile gibt. Nicht bei der WBG. Wenn bei uns eine Wohnung frei ist, nehmen wir die alle auf, weil wir all diese Mietergruppen bei uns schon lange zu Hause haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir heute das Thema nochmal ansprechen. Warum ist es denn so? Wir haben eine 103-jährige Geschichte bei der WBG mit unserer sozialen Verpflichtung, breiten Bevölkerungsschichten in Nürnberg bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dies erfüllen wir, und wir erfüllen das, weil wir offen gegenüber den Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern sind. Und deshalb haben wir auch eine gewisse Kultur erworben, die heute mit diesem Preis gewürdigt wurde. So, und jetzt könnte man sagen, wenn die anderen alle recht haben, dann müsste ja der WBG ziemlich schlecht gehen, wenn wir so handeln, wie wir handeln. Aber der WBG geht es wunderbar gut. Wir sind ein kerngesundes Unternehmen, zukunftsfähig aufgestellt. Und deshalb der Appell, den ich heute eigentlich an alle Vermieter nochmal richten möchte. Nehmen Sie, das ist ein Mutmacherpreis, der WBG überreicht wurde, nehmen Sie das zum Anlass, doch bitte auch auf Ihre Mietinteressenten ohne Scheu und ohne Vorurteile zuzugehen. Sehen Sie die Menschen dahinter, geben Sie den Menschen ein Zuhause, und Sie werden feststellen, es funktioniert eigentlich ganz gut. Bei der WBG tut das ja auch so der Fall. Also machen Sie das einfach, das wäre mein Wunsch. Ich weiß, dass es viele Vermieter tun, ein paar mehr wären noch schöner. Das wäre der Appell, den ich heute an Sie richten würde. Aber, und auch das hat der Oberbürgermeister schon angesprochen, die WBG ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Wir sind das größte Immobilienunternehmen in Nordbayern. Wir wollen allein die nächsten Jahre 1,2 Milliarden für Neubauten, für Modernisierung ausgeben. Da sind viele Handwerker, Bauunternehmen, Dienstleister auf uns angewiesen. Und auch hier haben wir klar gesagt, wir gehen fair und partnerschaftlich mit unseren Auftragnehmern um.
Wir erwarten von denen allerdings auch Zuverlässigkeit, Integrität und vernünftiges Geschäftsgebaren. Und jetzt komme ich schon wieder zurück zum Menschen. Warum ist es so? Warum können unsere Mitarbeiter nach außen diese Werte verkörpern? Ralf und ich, wir sagen, das geht nur, wenn auch im Inneren der WBG solche Werte gelebt werden. Nur dann können die Mitarbeiter dies auch nach außen tragen. Und so haben wir unsere Mitarbeiter gebeten, das Leitbild zu entwickeln, das Managementverständnis zu entwickeln. Und da stehen wunderbare Sätze drin. Wir reden nicht übereinander, wir reden miteinander. Und so haben wir auch das Verständnis innerhalb der WBG, dass wir hier den Menschen im Vordergrund sehen, dass wir fair und diskriminierungsfrei miteinander umgehen. Jetzt können Sie sagen, ja klar, was soll der Geschäftsführer anders sagen, als sein eigenes Unternehmen loben? Wir kriegen dieses Lob auch von außerhalb. Wir sind jetzt zertifiziert worden für Beruf und Familie und die Auditorin hat uns bestätigt, sie war sehr verblüfft, in welch kurzer Zeit so ein Thema in unserer Unternehmenskultur von den Mitarbeitern als verankert angesehen wurde. Und das macht uns auch stolz. Und wenn wir schon über Mitarbeiter reden, auch das wurde schon gesagt, viele unserer Mitarbeiter sind auch in ihrer Freizeit engagiert, sozial oder sie unterstützen werteorientierte Projekte oder Initiativen. Herr Barth wird heute schon zum zweiten Mal gelobt. Beim Dienstjubiläum vor wenigen Wochen haben wir das ihm auch ins Stammbuch geschrieben und seine privaten Engagements ebenfalls hervorgehoben. So, natürlich tun wir Gutes und reden darüber, auch klar. So hat die WBG und seit 20 Jahren auch die WBG 2000 Stiftung viele Projekte unterstützt gegen Rassismus, gegen Gewalt, für ein friedvolles, demokratisches Zusammenleben. Und ich glaube, da haben wir auch viele positive Impulse gesetzt. Jetzt könnte ich an der Stelle aufhören und sagen, wow, toll, gut gewonnen, gehen mit stolz geschwellter Brust nach Hause, sagen, wir sind super. Nein, ich glaube, es ist Bescheidenheit angesagt, weil dieser Preis natürlich auch eine Messlatte für die Zukunft darstellt. Werden wir uns auch in Zukunft diesen Preis würdig erweisen? Und da möchte ich noch drei kurze Themen ansprechen, die eigentlich überall heute zu lesen sind. Digitalisierung, Homeoffice. Warum Digitalisierung? Ralf und ich haben vor 4 Jahren entschieden, wir wollen ein neues Softwareprogramm einführen, wir wollen unsere Vermietung digitalisieren. Ja, es ist schön, dass in diesem Programm das Verfahren zur Wohnungs-, wie kommt man zu einer Wohnung, das jetzt in 13 Sprachen beschrieben wird. Wobei ich mich immer noch frage, wie man das Thema Wohnberechtigungsschein in 13 Sprachen übersetzt. Aber das nur am Rande. Viel wichtiger war für uns auch, dass die Entscheidung, welcher Mietinteressent kriegt welche Wohnung, dass dies eine Entscheidung von Menschen der WBG ist. Warum? Eine Software hätte immer sehr stark den Einkommensaspekt betont und wir hätten überall Landlords Darling gekriegt, also Double Income No Kids Mieter, die wären uns immer vorgeschlagen worden. Und das wollten wir natürlich nicht. Und wenn ich in die Zukunft schaue, dann ahne ich, dass die Mieterbewertung durch Informationen angereichert wird, die aus den Datenkraken des Internets kommen. Damit werden Mieter plötzlich bevorzugt oder zurückgesetzt, ohne dass wir wissen, warum das so ist. Und damit hätten wir größte Diskriminierungsfragen auf dem Tisch. Homeoffice. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Mitarbeiter geprägt werden im täglichen Gespräch, im täglichen Austausch, natürlich auch in der Kaffeemaschine. Wie behandeln wir den Fall, was machen wir da und dass das unsere Unternehmenskultur prägt. So, jetzt über Digitalisierung brauchen die schon nicht mehr miteinander reden.
Und jetzt sitzen die auch noch zu Hause. Also ich schätze unsere Mitarbeiter über alles, aber dass die jetzt zu Hause im Wohnzimmer unser Unternehmensleitbild an der Wand hängen haben, das glaube ich nicht. Wer also erinnert unsere Mitarbeiter daran, dass sie bei ihren Entscheidungen zu Hause auch diese Grundsätze weiter berücksichtigen sollen? Da bin ich optimistisch. Wenn immer wir junge Leute einstellen, Auszubildende, Universitätsabgänger, und wir reden dann ein halbes Jahr später mit Ihnen, Ralf, dann stellen wir mal fest, wie schnell diese Leute die WBG-Prägung angenommen haben. Das ist die Hoffnung, die ich habe, dass auch in Zukunft das kommt. Und viele Menschen gehen auch zur WBG bewusst, weil wir ein Unternehmen sind, das eine sinnhafte, eine sozial orientierte Unternehmenszwecksetzung hat. So, und dann bin ich beim dritten und letzten Punkt, Demut. Was hat Demut jetzt damit zu tun? Wenn wir wollen, dass Menschen entscheiden, dann müssen wir in Kauf nehmen, dass Menschen auch fehlerhafte Entscheidungen treffen. Und wenn wir wissen, und da gibt es viele Studien drüber, dass wenn wir glauben, in unserem Kopf hätten wir alles rational entschieden, hat in Wirklichkeit unser Gefühl eine ganz wichtige Rolle bei dieser Entscheidung gespielt. Und wenn Gefühle eine Entscheidung beeinflussen, dann geht es um Sympathie und um Antipathie, dann sind wir bei Vorurteilen. Und deshalb können wir zwar versuchen, durch Vier-Augen-Prinzipien solche Entscheidungen zu korrigieren, aber wir müssen demütig sein. Wir können nur hoffen, dass fehlerhafte Entscheidungen ganz selten vorkommen. Und wenn sie vorkommen, müssen wir zu ihnen stehen, müssen sie korrigieren und alles tun, dass sie nicht wieder auftreten. So, jetzt bin ich fast ins Grüblerische abgerutscht, aber eigentlich habe ich einen sehr positiven Ausblick. Wir bauen ja auch viele Kindergärten, Schulen für die Stadt Nürnberg. Und wenn der Ralf und ich und auch Sie, Herr Oberbürgermeister, die dann in Betrieb nehmen, dann sehen wir eine vielfältige Kultur in diesen Kindergärten. Da glaube ich einfach, dass manche Vorurteile in 20 Jahren gar nicht mehr existieren werden. Und für die WBG, wir sind ein Unternehmen, das seit vielen Jahren auf einer nachhaltigen Geschäftsbasis sehr gut funktioniert. Wir beachten soziale Aspekte, Klimaschutz, Ökologie, Unternehmenswerte. Ich glaube, dass solchen Unternehmen die Zukunft gehört. Damit wird auch der WBG die Zukunft gehören. Und ich bin optimistisch, dass wir uns dieser Messlatte, die Sie uns heute hier gesetzt haben mit diesem Preis, dass wir dieser Messlatte würdig sein werden, auch in Zukunft. Ich danke für den Preis. Ich danke für die schönen Worte, Oberbürgermeister. Wir freuen uns und feiern ein anderes Mal nach. Sehr gerne. Und jetzt steigen wir ein in einen Film, oder? Ja. Der Nürnberger Preis für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur, meine Damen und Herren, liebe Interessierte, ist ja kein dotierter Preis. Er besteht aus einer, wie ich finde, sehr schönen, sehr sprechenden Preiskultur, die von einer Studierenden der Nürnberger Kunstakademie vor vielen Jahren entworfen wurde. Und einer Urkunde. Und deswegen haben wir entschieden, der WBG noch ein kleines zusätzliches Geschenk zu machen, nämlich einen Film, der noch ein bisschen dieses herausragende Engagement, das Sie leisten, würdigen wird. Die WBG Nürnberg als kommunal verbundene Immobilienunternehmensgruppe hat klare Prinzipien im Umgang mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern. Denn die eigene Wohnung ist weit mehr als nur ein Rückzugsort. Wohnen bedeutet Heimatgefühl, Schutz und natürlich die Verbundenheit zur Stadt und den Menschen. Werte, die nicht überall auf der Welt selbstverständlich sind. Ich heiße Şehba Şenyurt Arınlı. Ich komme aus Istanbul. Und seit 3 Jahren bin ich in Deutschland. Als Journalistin, Filmemacherin und Menschenrechtsaktivistin hat sie in Deutschland Asyl gesucht. Die ersten 3 Jahre in Nürnberg hat sie in einer kostenlosen Exilwohnung der WBG gelebt. Für sie ein Grundbaustein für den Neuanfang.
Eine Wohnung zu haben im fremden Land ist so wichtig, um sich sicher zu fühlen. Und dann man kann weitergehen. Ich habe sehr schöne Zeit verbringt dort. Insgesamt 4 Sigena Wohnanlagen hat die WBG bisher in Nürnberg errichtet. Alle Standorte vereint das Motto sicher, gewohnt, nachbarschaftlich. Mit dem Sigena-Treff soll die nachbarschaftliche Gemeinschaft zusätzlich gefördert werden. Grundsätzlich ist es so, dass es die Idee von der WBG auch war, dass es in diesen unterschiedlichen Vierteln der WBG immer einen Ort der Begegnung gibt, wo Menschen zusammenkommen können. Und das ist wichtig, also gerade für alleinlebende Menschen, die sonst wenig Ansprache haben, dass es hier so einen Anlaufpunkt gibt, wo sie wissen, da ist jemand da, da können sie auch mal mit einem Problem kommen. Einfach ein Ort des Zusammenseins und auch ein Ort der Gemeinschaft. Der Einsatz der WBG für Diskriminierungsfreiheit und eine gerechte Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen macht das Sigena-Konzept zu einem großen Vorbild für den Nürnberger Immobilienmarkt. Hier in dem Haus gibt es auch 6, die nennen sich Sigena-Wohnungen. Das sind absolut barrierefreie Wohnungen, speziell für Rollstuhlfahrer. Auch hier ist der Gedanke, dass Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ganz normal in der Nachbarschaft mitleben. Und die WBG hat also in allen Wohnquartieren, aber auch hier speziell diese Wohnungen dafür mit eingeplant in diesen Häusern. Und zu den Menschen, die dort leben, habe ich auch engen Kontakt. Und das ist auch dieses, ja, auch hier Inklusion zu leben, indem man Wohnraum für die Menschen im Quartier schafft. Die WBG macht das elementare Menschenrecht auf Wohnen zur Leitlinie ihres Handelns. Deshalb hat die Jury einstimmig entschieden, dass die WBG den Nürnberger Preis für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur mehr als verdient hat. Es ist für uns ein Unternehmen, was Vorbildcharakter hat. Ja, sie gehen auch nach vorne, sie sind auch diejenigen, die in der Stadtgesellschaft auch präsent sind. Und es geht ja nicht nur um das Thema, wir brauchen Wohnraum, sondern es geht auch darum, wie gesellschaftspolitisch engagiert sich ein Unternehmen. Und ja, es ist ein Unternehmen der Stadt Nürnberg, aber sie tun vieles darüber hinaus, was sie eigentlich tun müssten. Und genau das zeigt auch, sage ich mal, dieser Preis, dass wir mit diesem Preis auch das ehren. Besonders der Einsatz in dem ganzen Thema Radikalismus, Rechtsradikalismus, Allianz gegen Rechtsradikalismus, ein Einsatz für die Demokratie. Und das tut die WBG sehr, sehr vorbildlich. Und genau deshalb ist der Preis auch richtig, dass es die WBG bekommt. Mit ihrem Firmenleitbild und der gelebten Philosophie leistet die WBG einen großartigen Beitrag für Akzeptanz und Gleichstellung in der Gesellschaft und hinterlässt einen wichtigen Fußabdruck für die Zukunft der Unternehmerlandschaft. Ja, lieber Herr Sikira, ein, wie ich finde, beeindruckender kleiner Film, der ja nur einen kleinen Ausschnitt zeigt des absolut außergewöhnlichen Engagements, das die WBG seit vielen Jahren zeigt. Ich würde gern als Mitglied der Jury, aber auch als Leiterin des Menschenrechtsbüros noch ein paar Punkte gern mit Ihnen in einem kleinen Interview vertiefen. Und würde gern damit anfangen, dass der Nürnberger Preis für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur ja 2010 vom Stadtrat beschlossen und dann auch erstmals ausgelobt wurde. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass es damals auch wirklich kritische Stimmen gab, die sagten, ach, noch eine Auszeichnung mehr, brauchen wir das, hat es denn tatsächlich einen Mehrwert für Unternehmen? Heute sehen wir sehr, sehr engagierte Bewerbungen und wir sehen auch, dass die gewürdigten Unternehmen, die wir bisher ausgezeichnet haben, dieses Prädikat auch ganz stark in ihrer Unternehmenswerbung verwenden. Was glauben Sie denn, was hat denn aus Ihrer Sicht zu diesem Bewusstseinswandel hin auch zu ja, Corporate Social Responsibility, zu Menschenrechtsverantwortung in Unternehmen geführt? Also ich glaube, zunächst ist es tatsächlich so gewesen, dass man das Gefühl hatte, wieder ein neuer Preis, wieder ein neuer Papiertiger. Und jeder spricht darüber, aber wer tut denn was?
Und ich glaube, in den Jahren hat sich jetzt gezeigt, dass es eben ganz wichtig ist, dass es darauf ankommt, auch zu handeln und auch in den unterschiedlichsten Facetten des Unternehmertums entsprechend zu handeln und für die Gesellschaft auch was zu leisten. Und das haben die Unternehmen erkannt, dass Erfolg eben nicht nur wirtschaftlicher Erfolg sein kann, sondern dass auch ein gesellschaftliches Standing dazugehört. Und wie man jetzt auch an unserem Film gesehen hat, hat jedes Unternehmen die Chance, mit seinem Produkt, mit seiner Leistung für die Gesellschaft etwas Gutes zu tun. Und das haben mit Sicherheit sehr viele Unternehmer erkannt. Und deshalb ist das Thema heute ein viel wichtigeres. Einerseits im Tun und andererseits dann aber auch mit der entsprechenden Prämierung auch für sich selber mal innehalten zu können und gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden sagen zu können, toll, was wir hier tun, ist für die Gesellschaft und das wollen wir gern auch allen Geschäftspartnern, allen Kunden zeigen. Vielen Dank. Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht, festgeschrieben in Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und zu den Grundanforderungen an eine menschenrechtsbasierte Wohnstrategie gehört in erster Linie der diskriminierungsfreie Zugang zu Wohnraum. Jetzt würde ich Sie einfach bitten, mal vielleicht an ein oder zwei Beispielen zu illustrieren, was tut die WBG ganz konkret, neben dem, was Herr Thürer vielleicht auch schon kurz angerissen hat, um einen diskriminierungsfreien Zugang zu Wohnraum zu ermöglichen und damit dieses elementare Menschenrecht umzusetzen. Also vielleicht einführend nur ganz kurz, das Wichtigste ist, dass wir tatsächlich den Vermietungsprozess so gestalten, dass es eben halt nicht von subjektiven Entscheidungsfaktoren abhängt, sondern dass tatsächlich auch eine Entscheidungsmatrix sozusagen dahinter liegt. Und deshalb ist unsere Online-Vermietungsplattform, die wiederum dann eben, wie schon erwähnt, auch mit 13 Sprachen letztendlich existiert, einfach schon mal die wesentlichste Grundlage dafür. Das vielleicht nochmal als wirklich Übergeordnetes herauszuheben. Aber darüber hinaus haben wir in unserem Wohnungsbestand auch sehr viele Wohngruppen, Wohngemeinschaften. Alleinlebende, Alleinerziehende wohnen in allen Lebenslagen, also auch unter dem Thema Inklusion beispielsweise. Also wir haben sehr viele Wohngruppen, Wohngemeinschaften, wo wir eben ganz besonders auch den Zugang zum Wohnungsmarkt erleichtern wollen. Die Kooperation mit den sozialen Trägern in der Stadt Nürnberg, die bei uns auch wirklich sehr gut gelebt wird, zeigt auch bei neuen Projekten immer wieder von Beginn an, lasst uns an einen Tisch gehen, lasst uns bei der bestimmten Anzahl von Wohnungen auch darüber reden, wie viele Wohngemeinschaften können wir für eine ganz spezielle Gruppe von Menschen tatsächlich auch gleich mitbauen. Und wenn wir dann das noch einen Schritt zurücksehen, nämlich bei großen Projektentwicklungen, dann haben wir gerade bei denen, die jetzt in den letzten Jahren vor unserer Brust standen, Partizipationsprozesse gestartet, wo wir von Beginn an auch die Bürger letztlich mit eingeladen haben, mit uns gemeinsam über die Quartiere zu diskutieren, über die Angebote zu diskutieren. Und wenn dann, wie beispielsweise in der äußeren Sulzbacher Straße, Anwohner sagen, Spielplätze sind ganz wichtig, aber denkt bitte auch mal daran, für unsere Jugendlichen was zu tun, dann finde ich, das sind das Impulse. Die stehen sicherlich alle schön in irgendeiner Ordnung, aber daran zu denken, in der Umsetzung, das ist wichtig. Und so wollen wir genau diesem Recht Rechnung tragen. Die Jury war ganz besonders beeindruckt von großem gesellschaftspolitischen Engagement der WBG, was ja durchaus für ein Wohnungsbauunternehmen nicht alltäglich ist. Warum ist gerade das so ein großes, wichtiges Anliegen für die WBG, Herr Schekira? Also ich glaube, man muss da schon mal ganz am Anfang anfangen. Wer sind unsere Gesellschafter? Nämlich unsere Gesellschafter ist die Stadt Nürnberg. Und die Stadt Nürnberg ist letztlich verantwortlich für die Stadtgesellschaft. Respektive sind wir für die Stadtgesellschaft mitverantwortlich. Und nicht für umsonst ist ein Slogan der WBG, auch als Subline überall zu lesen, wir gestalten Lebensräume. Und Lebensraum ist eben nicht nur die Wohnung, sondern Lebensraum ist unsere ganze Gesellschaft. Und wenn wir, wie vorhin schon gehört, rund 40.000 Mieter haben, dann sind wir Multiplikatoren in der Stadtgesellschaft. Dann müssen wir uns engagieren, um das eine oder andere Thema auch wirklich zu platzieren.
Und das Ganze noch über unsere Mitarbeiterzahl von mittlerweile rund 350, wiederum als Multiplikatoren mit ihren ganzen Freunden, Bekannten und Angehörigen, dann ist das tatsächlich für diese Stadt eine Zahl, die tatsächlich richtig was bewirken kann. Und deshalb wollen wir hier beispielhaft auch vorangehen und entsprechende Initiativen dann auch initiieren. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Schikira. Ich darf Sie auch noch mal ganz herzlich von den übrigen Jurymitgliedern grüßen, die leider heute ja möglicherweise oder hoffentlich per Livestream sich zugeschaltet haben. Ich würde gerne hier einen Abschluss unserer kleinen Zeremonie machen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihr weiteres unternehmerisches Handeln zum Wohle der Nürnbergerinnen und Nürnberger. Und gebe noch mal an den Herrn Oberbürgermeister. Ja, meine Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, Sie sehen, und das Wort ist oft gefallen, gemeinsam. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam weiter für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft auch uns einsetzen. Wir haben es wirklich in der Hand und Sie sind Vorbilder. Das Unternehmen ist ein großes Vorbild und deshalb lasst uns gut in die Zukunft blicken und gemeinsam kämpfen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen jetzt noch einen schönen Abend. Ihnen natürlich auch an den Geräten zu Hause. Und jetzt kann man schon mal wünschen, schöne Ostern, alles Gute und bleiben Sie gesund.